Moin Leute und willkommen zurück zu New World. So, wir waren ja die letzte Folge so ein bisschen noch in Brightwyn unterwegs. Haben wir da ein bisschen Hauptquest gemacht und noch zwei Nebenquests angenommen. Da sollen wir jetzt einmal das Jubiläumsgeschenk finden. Im Bergwerk den Schlüssel zu Edwins Schließkassette und Hacke der Mine. Sammle Hacken von verlorenen Grubenarbeitern. So. Achso. Das heißt, hier jetzt reinzugehen, ist nicht unbedingt so gut. So, achso, durchs Töten und Vorratskisten, aber da wir da wahrscheinlich eh ein Stück reinlaufen müssen, haben wir hier eh die Gegner alle. Und das ist, glaube ich, einer. Hier nicht so. So. Bis wir da sind, haben wir die gleich schon durch. So, hier hinten hatten wir doch noch mal so eine Kiste, ne? Gehen erstmal rein. So, jetzt brauche ich sogar bloß noch einen. Mal hier die Kiste looten. So, haben wir die erste schon mal fertig. So, machen die. Futtern mal vorsichtshalber. Da ist die 2. Hier oben haben wir noch mal was zu lesen. So, öffne Edwins Stießkassette und sieh nach, ob darin ein Geschenk für Eda ist. Jetzt kommt Spannung. Okay. Konnten wir jetzt nicht so genau erkennen. So, diesmal können wir hier den Weg weiteren, ne? Ich setze mir mal bloß da schon mal den Marker, damit wir nachher wissen, welchen Weg wir da, welcher Kreuzung laufen müssen. So. Den erstmal kaputt machen. Kaputt. Machen sie alle kaputt. So. Was war denn? Eine Muskete, okay. Von den Geräuschen her ist das immer so, als wenn da jetzt noch ein Gegner ist. So, Muskete können wir aber kaputt machen. Theoretisch können wir das andere auch kaputt machen. So. Hier wollen wir weiter, genau. Untersuche die Ruinen von Kaladan, wie es dir Jan Geiser geraten hat. Dann tun wir das mal. Oh, hier ist schon der erste Anna. So, und dann haben wir da hinten nämlich nochmal einen schicken Schrein. So, die Dinger hier können wir wahrscheinlich noch nicht abbauen, ne? Nee. Urne der Ahnen. So, suche in Kaladan nach Hinweisen zum Altar und der Tafel. Suche in Kaladan nach Hinweisen auf den Ursprung der Tafel. Suche nach einer Notiz für den zu den jüngsten Ereignissen in Kaladan. Suche nach einer Notiz, die die Anwendung von Altar
Tafel beschreibt. Okay. Dann wollen wir das doch tun. Aua. Der mich da ja haut. Oh, da oben sieht aber so aus, als wenn er so ein kleiner Boss ist. Hier ist schon wieder ein Dude. So. Machen wir erstmal das hier. So, die Urne. Ausgrabung. Inspizierung. So, haben wir das schon mal. Da hinten ist nochmal eine Nebenquest. Bisschen gehauen hier. Also ich glaube, ich könnte mal die Dinger ein bisschen verwenden, ne? So Altäre der Macht. Diese Altäre in Kaladan scheinen Macht über die ist sogar vertont. Macht ist vielleicht zu viel gesagt, aber Einfluss trifft es auf jeden Fall. Mit den Notizen von Yang Gisa kann ich lernen, ihre Essenz zu kanalisieren. Wenn ich die Magie selbst habe, kann ich sie vielleicht einen nützen. Ich glaube, der wird ein bisschen schwieriger. Ja, wenn wir hier so festhalten. Nur so kann ich an seiner Seite stehen. Habe ich sie getroffen? Doppelt der nächste Mal was hier, wa? Junge, Junge, Junge. So, Speer. Aufspießen verursacht 20% mehr Schaden gegen Ziele mit voller Gesundheit. So. So, man wäre hier eigentlich hochgelaufen. Okay. So, jetzt sind wir aber da hinten noch. Ne? Durch, aua. Und sind hier jetzt schon wieder so viele Nebenquests. Er kommt hinterher. Der da auch. Und noch einen anderen angelockt. So, das war's. Olde Geyser, Olde Geyser. Wie fühlt es sich an, zu leben, hm? Zu wissen, dass man unsterblich ist? Früher in Bayern habe ich Gräber geschaufelt. Doch hier ist das nicht möglich. Ich lebte von Almosen, bis ich endlich ein neues Handwerk ersann. Was ist deine neue Berufung? Ich fertige Gedenkstätten für Verlorene aus Kristalltränen. Zum Trost ihrer Familien. Frieden steht immer hoch im Kurs. Viele erbitten meine Dienste, doch die Kristalltränen sind nicht mehr. Also müssen die Tränen der Leute warten. Kann ich dir irgendwie helfen? Du siehst geschickter aus als ich. Vielleicht hast du Glück mit den Ruinen. Wenn du den unirdischen Gefahren trotzen und Kristalltränen für mich beschaffen kannst, dann gebe ich dir einen gerechten Anteil meiner Einnahmen. Okay. So,
Hier haben wir das letzte zum Lesen. Okay. So, wir quatschen jetzt erstmal mit Hugo Molina. Bist du wegen Freiheit oder Ruhm losgezogen? Ich kam her, um glücklich mit meiner Liebsten zu leben, einer Maurin. Wegen unserer verbotenen Liebe wollten sie uns töten, also flohen wir. Wer hätte gedacht, dass ich den Tod einmal herbeisehen würde? Ist das ewige Leben denn so schlimm? Ja, wenn du der Grund bist, dass deine Frau tot ist. Selbst der Mond brennt. Fatimas Seele gab mich auf. Sie erschien mir in einem Traum und bat mich, diesen Spiegel zusammenzusetzen. Doch ich habe nicht alle Teile. Ich werde dir helfen, sie zu finden. Würdest du das tun? Fatima sagte, wenn ich diesen Spiegel zusammensetze, wird sie endlich den Frieden finden, den ich ihr raubte. Einst waren wir so glücklich, doch nach so vielen Opfern. Warst du jemals in Gesellschaft und dennoch allein? Nein. So, jetzt machen wir hier erstmal schnell das einsammeln, bevor wir hier mit Grace und Melly sprechen können. Na, das hat der andere da vorher auch gemacht, als wir hier gerade waren. Der hat sogar noch einen Feuerstab gedroppt, der Junge. So, wo haben wir... Ah, da ist dann die 2. Okay, machen wir das jetzt hier auch. Was machen wir da? Sammle die Splitter von Fatimas Spiegel. So, was Knoppengefäß. Jetzt haben wir wieder Kreuzung. So, mal was zu lesen. Und dann haben wir ja die beiden Nebenquests auch schon durch. So, dann können wir die nämlich direkt mit abgeben. So. So viele Tränen, so wenig Zeit. Es war gut von dir, mir diese Kristalltränen zu bringen. Viele Familien werden an dich denken, wenn sie die letzten Gebete für ihre Liebsten sprechen. Okay. Der hatte auf uns sogar Akku. So, und jetzt noch Hugo. Danke, treue Seele. Fatima hat ihre Spiegel so geliebt. Mit diesem Splitter erhält sie ihren letzten zurück. Sie sagte mir, Spiegel bergen eine gewisse Magie. Und ich spüre die Energie in diesem, als würde er mich rufen. Yeah. So, wollen wir noch mal kurz gucken. So, die Schuhe. Ja, bei den anderen haben wir natürlich geschickt drauf. Aber das sind leichte Schuhe. Und der Speer skaliert auf Stärke und Geschick. So ist er hier. Skaliert mit Geschick und Stärke. Also das wäre jetzt nicht so schlimm. Aber ein klein bisschen weniger Schaden, ne? Aber mehr Rüstung. Ne, weniger Rüstung, weil wir leichte Schuhe haben.
Ja. Aber wir haben 10 Attributspunkte zusätzlich. Wir testen es einfach mal. So, Lebensstab könnte man theoretisch behalten, da wir aber den nicht levelt haben, bringt er uns ja nicht wirklich was. Machen wir den kaputt. Feuerstab brauchen wir nicht. Den behalten wir mal. Da. Streitachs können wir auch kaputt machen. Gut. Dann würde ich aber sagen, wir müssen noch den Schrein freischalten. Habe ich jetzt aber nur gesehen, weil der Typ hier steht. Das ist ja lustig. So, dann machen wir jetzt an der Stelle aber erstmal wieder ein Päuschen. Ja, dann Spitze, bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.